Ja Leute und damit herzlich willkommen hier zu einer weiteren Hotlap auf diesem Kanal. Wir haben uns alle ziemlich ins Zeug gelegt, um hier ja so fleißig wie möglich an den Setups zu arbeiten. Und der Niklas, der übernimmt jetzt hier mit dem Bastian Richter zusammen die Setups von UOL für den AMG. Und er zeigt uns jetzt hier mal direkt auf Spar, was hier mit dem geänderten, in Anführungszeichen, ja etwas überarbeiteten Mercedes so möglich ist, denn da hat sich tatsächlich ein bisschen was getan. Das Auto ist jetzt ziemlich stark aufgestellt und da schauen wir jetzt hier einfach mal über die Runde drüber. Vorab die kurze Info, es wird jetzt ziemlich viele Hotlaps geben, weil einfach sehr viel neuer Content kommt. Es wird wahrscheinlich immer die erste Hotlap am Tag kommentiert werden, die zweite wird dann einfach ohne Audio durchlaufen, das nur mal so am Rande. Wir sehen jetzt schon hier 2,69 hier im Quali-Trim. Also auch der neue Top-Speed. Natürlich hat das alle Autos dann irgendwie betroffen. Tut den Autos aber ganz gut, denn man war vorher doch schon ganz schön lahm hier auf der Camel Straight unterwegs. So tief in die Kurve reinbremsen, sehr lange dann noch auf der Bremse. Kann hier den Bremsdruck lange aufrechterhalten. Das Auto bleibt schön stabil. Ihr habt jetzt hier einen schönen Schwung mit, nutzt die Streckenbreite sehr gut aus. Das sieht wunderbar aus. Jetzt mal hier, auch hier ein bisschen am Lenkrad korrigiert, schön innen gehalten. Kein Untersteuern, wenn man hier manchmal die Linie nicht ganz trifft oder das Setup nicht ganz so geil abgestimmt ist, dann kriegt man hier mal schnell so ein ekliges Untersteuern. Auch hier schön innen am Körb halten, dann hier gut positioniert. Die Rechtskurve wird so ein bisschen geopfert, dass man einfach hier besser rauskommt. Das hat er auch hier sehr gut getroffen. Jetzt hier schön innen rein fallen lassen. Am Curb entlang gehen, nicht unbedingt drüber fahren. Der macht das Auto einfach dann zu nervös. Und auch hier, oh, wir sehen hier schon TC off. Alles klar. So, und jetzt wird die TC wieder eingeschaltet. Also ja, das ist hier der richtige Schwitzermodus. Ihr seht es schon. Da geht es jetzt hier durch Blanchiment. Denn ja, mit dem Update sollten die Autos eigentlich ein bisschen langsamer geworden sein. Allerdings vielleicht nicht unbedingt auf den Strecken, wo die Geraden dann so recht lang werden. Aber ihr werdet es schon im Bild gesehen haben oder jetzt auch sehen, wenn wir jetzt hier auf Start und Ziel raus beschleunigen. Ja, das ist jetzt schon nach knapp einer Woche oder etwas über einer Woche eine 2 Minuten 15,8. Also die Zeiten doch schon wieder extrem stark. Ja, natürlich können wir uns das nicht entgehen lassen, hier die Runde mit der fantastischen Livery auch nochmal von außen zu betrachten. Oh, das sah tatsächlich so aus. Müsst ihr vielleicht mal im Video ein bisschen zurückspulen. Das ist die linke Reifenseite, dass man da so richtig so ein bisschen den Tireflex gesehen hat. Ich weiß nicht, ob das jetzt visuell dargestellt wird. Es sah zumindest im Bilde so aus, dass man da jetzt so einen etwas mehr Wölbung erkennt. Vielleicht tue ich mich oder vertue ich mich hier auch. So, jetzt gucken wir hier mal drauf. Topspeed habt ihr eben schon gesehen. Das sieht richtig, richtig gut aus. An der Stelle nochmal der Hinweis, dass jetzt das Video kommt. Jetzt überlege ich mal, das wird ja wahrscheinlich heute noch rauskommen. Also in 2 Tagen ist ein Männlich Community Tag. Also alle, die da in der Nähe wohnen oder Bock haben auf das Event und unter anderem auch den Niklas mal zu treffen, die sollten auf jeden Fall am Samstag nach Männlich kommen. 10.30 Uhr geht das Ganze los. Tickets gibt es im Vorverkauf, aber ihr könnt auch die Tickets dort an der Tageskasse erwerben und dann steht da von Simulatoren, Testen, Hotlap Challenges, Bühnenprogramm, Aftershow Party, Drift Taxis, R8 selber fahren, Selbstfahrerslots, also selbst mit dem PKW auf dem Flugplatz rumheizen. Eigentlich alles auf dem Programm, also ein sehr cooles Event. Der Agent Engel kommt, der Mavix kommt, also das wird sehr, sehr lustig. Da freue ich mich sehr drauf und da sind auch ja sehr viele Fahrer von den Unicorns, also wenn ihr da Lust habt, mal die ganzen Leute in echt zu treffen, dann kommt auf jeden Fall am Samstag nach Mendig. Wir sehen im Hintergrund die Runde und da sehen wir schön, wie schön sauber und rund hier der Niklas unterwegs ist. Also keine großen Rutscher, Streckenbreite wird komplett ausgenutzt, TC wird hier ausgemacht für die maximalen Gains. Also das ist schon eine sehr, sehr starke Runde. Die AMG-Setups, die werden nach und nach geupdatet. Dementsprechend ja, gibt es die Setups, die ihr hier in den Hotlaps seht, natürlich schon direkt im Bundle. Und die anderen Strecken werden Step-by-Step reingepatcht. Also wenn ihr das Setup-Bundle schon habt, dann habt ihr da einfach die Möglichkeit, die Updates for free runterzuladen. Wenn ihr das
Bundle ja noch kaufen müsst, dann könnt ihr es kaufen, aber es sind halt noch nicht alle Strecken auf dem Stand 1.9, sondern es kommen Step by Step die Strecken rein. Und dazu haben wir die Strecken einfach priorisiert. Die Strecken, die jetzt bei LFM kommen beispielsweise und im Rennweltenkalender, die kommen als erstes. Und da haben wir einfach so eine Priorität gesetzt von den Strecken, welche als erstes, welche vielleicht als letztes kommen. Und da kommen die Strecken dann Stück für Stück rein. Denn wenn man das ordentlich machen möchte hier mit den Setups, dann wird man hier zwischen 1,5 und 2 Stunden wahrscheinlich pro Strecke Zeit aufwenden müssen. Und bei 23 verschiedenen Strecken und der Anzahl an Fahrzeugen ist das einfach extrem viel Aufwand. Das wollte ich euch an der Stelle nur noch mit auf den Weg geben. Ansonsten gerne Videobeschreibung auschecken. Schreibt gerne auch mal eure Meinung jetzt zum AMG hier rein oder auch zu den Zeiten, die schon gefahren werden. Checkt das Setup gerne aus. Wie gesagt, ist unten alles verlinkt. Ansonsten freut sich der Niklas auch über eine Bewertung. Ich bedanke mich fürs Einschicken der Runde. War eine sehr, sehr schöne Runde. Und würde sagen, viel Spaß beim nächsten Video. Und bis demnächst.